Ich habe heute für euch eine Videokategorie, die ich sehr, sehr, sehr vernachlässigt habe. Das letzte Video ist schon 11 Monate her, habe ich jetzt nachgeguckt. Und ich finde die Kategorie eigentlich voll cool. Wieso mache ich eigentlich mit dieser Kategorie nicht weiter? Aber heute mache ich zu dieser Kategorie ein neues Video, weil ich jetzt eine Palette gefunden habe, die mich auf Anhieb begeistert hat. Ich sage ja immer wieder, ich finde kaum Paletten, die mich vom Hocker reißen. Vieles wiederholt sich, nichts ist wirklich Neues. Aber jetzt habe ich eine Palette gesehen, die mich da tatsächlich so umgehauen hat, sage ich mal, so dass ich die unbedingt haben wollte und dafür bereit war, viel Geld auszugeben, ehrlich gesagt, irgendwie. Ja, ungefähr so. Und ja, in diesem Video möchte ich euch diese Palette vorstellen und noch ein altes Schätzchen. Deswegen, wenn ihr jetzt bei diesem Satz wisst, worum es geht, würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Und ja, es geht los. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich heiße Nastja und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier dreht sich auch alles um Beauty, Fashion, Lifestyle und es gibt auch Vlogs und Shopping-Vlogs zum Beispiel, sowas halt, oder ein paar Reise-Vlogs. Naja, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst und wenn dir am Ende des Videos das Video gefällt, dann würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen. Deswegen seid nicht so schüchtern. Ja, ich habe mich ein bisschen Weihnachtsstimmung angezogen und ich habe auch hier ein Lippenstift drauf. Ich habe nur so drauf getunkt, weil ich am Ende einen anderen Lippenstift drauf machen möchte. Aber ich wollte ein bisschen Farbe auf meine Lippen haben, weil die so, ja, blass sind. Und meine Lippe ist immer noch nicht ganz wie am Anfang. Hier ist zum Beispiel, wenn ich so mache, ist das noch ziemlich hart hier, ne? Und es fühlt sich auf jeden Fall hier noch so total anders an. Also ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis die ganz normal und wieder beim Alten ist. Wir fangen halt mit dem Video an. Ich habe hier meine Kiste mit meinen absolut Lieblingsprodukten. Die schleppe ich von Zimmer zu Zimmer. Und ich werde euch jetzt natürlich nicht alles zeigen, sonst wird das Video wirklich super lang. Ich zeige euch nur die Produkte, die ich benutze und natürlich die Produkte, um die es wirklich geht. Und zwar geht es hier um ein altes Schätzchen, die Huda Beauty Desert Rose Palette. Doch, Desert Dusk Palette heißt sie so. Und die sieht so aus. Und ich finde die richtig schön vom Farben her. Finde ich die mega cool. Ich weiß gar nicht, ich habe nachgeguckt, ob es die noch gibt. Leider gibt es die nicht mehr. Ich weiß gar nicht, warum sie die eingestellt haben, weil ich finde die richtig, richtig schön. Ich weiß, damals war das so, dass die einmal rausgekommen ist und die Leute haben gesagt, die Palette ist richtig schlecht. Und dann wurde diese Palette reloaded und daraus ist diese Palette halt entstanden. Ne? Ich finde die mega cool, auch die Verpackung, ne? Richtig cool. Ich glaube, dass das so ein, ja, dass die so halt so leuchtet und blinkt und so. Also ich finde die Verpackung hier wirklich mega gut gelungen und ich versuche heute in diesem Video diese Palette in meinem Augen-Make-up-Look zu integrieren. Also das ist ein altes Schätzchen und der Grund, warum ich die wieder ausgepackt habe, weil ich diese Palette haben wollte. Ich glaube, ihr kennt die schon wahrscheinlich von zahlreichen anderen Influencer. Und ich weiß nicht was, aber irgendwie hat mich diese Palette einfach mega getriggert. Der Name Empowered, ne? Dann die Aufmachung hier. Vor allem, weil diese Palette ist so Pappe, ne? Also so mehr Pappe und so, bis auf dem Spiegel. Aber diese Palette ist schon richtig Metall und das finde ich mega cool irgendwie auch. Und natürlich geht es natürlich um die Farbauswahl. Auch die Farbauswahl finde ich mega cool. Also so habe ich das bis jetzt noch nicht gesehen. Deswegen, ich finde auch die Konstellation der Farbauswahl, ich finde auch die Auswahl der Farbe, also von der Beschaffenheit der Farbe, also zum Beispiel das, das und das. Diese zwei Farben sind Gelfarben, also die sind gelig, ne? Man kann die halt als Eyeliner benutzen. Was ich aber festgestellt habe, dass sie meiner Meinung nach, das ist, was ich bemängeln würde, zu wenig Pigment abgeben. Also um einen richtigen Eyeliner zu ziehen, also der ist nicht wirklich schwarz. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Farbe auch sehr, sehr schnell eintrocknet. Deswegen ist das so ein Mangel an dieser Palette, würde ich sagen.
Zweitens, ich weiß es nicht, aber wo ich eine Review zu dieser Palette gesehen habe, war es so, dass diese Farbe sich nicht wirklich gesettet hat, dass sie halt auch gelig geblieben ist und dass sie sich halt oben im Lid abgestempelt hat und dass man die halt noch mit einem weiteren Lidschatten setten müsste, dass sie auch wirklich da bleibt, wo es bleibt. Und das finde ich halt ein bisschen schade, aber der Rest der Palette finde ich mega cool. Und was mir noch aufgefallen ist, ich habe diese Palette in meinem letzten Vlog auch benutzt. Und als ich das Video geschnitten habe und euch die Swatches gezeigt habe, ist so ein bisschen Farbe abgefallen. Ich schätze mal, dass das diese Farbe ist, die da abgeblättet ist. Diese und oder vielleicht diese, dass sie halt vom Pigment her abgefallen ist. Und das finde ich halt auch ein bisschen schade. Ansonsten finde ich die Farbe mega cool. Ich habe, glaube ich, keine Palette, die das so vom Farbauswahl widerspiegelt. Ich habe zum Beispiel kein richtigen Gold, was das betrifft. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Gold auch zu Weihnachten passt. Auch gerade so zu roten Oberteilen oder auch zum roten Lippenstift oder so finde ich mega schön. Ich finde auch diese Farbe sehr, sehr schön. Und ich glaube, das ist so eine Duochrom-Farbe. Ah, jetzt sehe ich es, ne? Ich habe das vorher nicht gesehen, aber diese Farbe ist zum Beispiel eine Duochrom-Farbe, also man kann die Palette halt nicht nach hinten umdrehen, deswegen muss ich das irgendwie so handeln. Deswegen finde ich das cool. Die Palette kostet, glaube ich, 50 bis 60 Euro, je nachdem, wo man sie kauft. Ich habe sie jetzt bei Douglas bestellt. Wenn ihr jetzt einen Look von dieser Palette sehen möchtet, guckt euch gerne meinen letzten Vlog an. Und ja, wir starten los. Ich versuche mal dann irgendwas aus diesen zwei Paletten zu zaubern. Genau, noch eine kleine Story zu dieser Palette. Als ich meinen Allergieanfall hatte, hatte ich das Gefühl gehabt, dass es wegen dieser Palette ist. Also es war so, dass meine Augen angefangen haben zu brennen und rot zu werden. Und ich dachte tatsächlich, das kommt von dieser Palette. Also mein erster Gedanke war halt, dass es von dieser Palette vielleicht kommt, weil ich damals diese Farbe hier auf meinem Augenlid hatte. Diese oder diese hier halt. Aber ich weiß es nicht genau. Und ich habe wirklich, mein erster Gedanke war wirklich, dass es vielleicht von dieser Palette kommt und deswegen assoziiere ich das ein bisschen mit dieser Palette, diesen Allergieanfall und habe immer so ein bisschen leichtes Bedenken, wenn ich diese Palette verwende. Aber ich kann sagen, dass es mein Allergieanfall kam damals nicht von dieser Palette, das kam tatsächlich durch die Shrimps. Also ich bin Schalentiere allergisch, ich kann da nichts von essen. Ich schwelle dann sofort an, die Augen schwellen zu, also es ist wie im Fernseher, also wirklich so Lippen und das geht halt bis zum Körper. Ich musste auch damals zum Notarzt auch, also in die Notaufnahme und schnell Gegenmittel spritzen, Allergiemittel halt, ne? Also ja, und damals hatte ich Glück, sage ich mal, weil das von außen angefangen hat. Die Ärzte sagen, es kann sein, dass es beim nächsten Anfall von innen anfällt, dass das halt vielleicht die Kehle zu schnürt oder so, zu schwellt oder sowas halt und ja. Also, deswegen kann ich sagen, in der Zwischenzeit habe ich jetzt mittlerweile die Palette jetzt ein paar Mal benutzt und es gab natürlich keinen Allergieanfall. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, es kam von der, aber das war wirklich gar nicht. Das ist jetzt mittlerweile auch getestet und so, das sind tatsächlich Shrimps gewesen. So, kleine Storytime. Ich fange an mit, ich werde jetzt Produkte euch zeigen, die ich jetzt aufs Gesicht verwende, aber überspringe das. Also ich trage das auf, aber überspringe das, damit das Video hier nicht zu lang wird. Also, Hände natürlich vorher gewaschen, ne? Ich verwende die Face Base Enrich von Bobbi Brown. Immer noch liebe ich, immer noch finde ich immer noch toll. Die gibt es aber mittlerweile nicht überall. Irgendwie habe ich das Gefühl, die wird aus dem Sortiment teilweise genommen, was ich ein bisschen schade finde, ne? Bei der Foundation entscheide ich mich von Got To Be On My Nude. Das Make-up mega, mega, mega cool und zwar in der Farbe Cashmere. Ich hatte vorher Natural Scent gehabt, aber ich habe gemerkt, dass es ein bisschen zu dunkel für mich ist, also musste ich nochmal neu holen. Und ich bleibe nur bei diesem Make-up. Normalerweise tue ich auch manchmal das hier mit reinmischen, aber ich bleibe heute nur bei dem, beim etwas leichteren, sage ich mal. Und das Ganze trage ich auch wieder mit einem Beauty Blender. Den wasche ich nämlich immer nachdem ich es benutzt habe, wenn ich noch Zeit habe, oder bevor ich den benutze, wasche ich auch nochmal einfach, um sicher zu gehen. Bei den Augenbrauen verwende ich so ein altes Augenbrauen-Set, das habe ich euch schon mal gezeigt. Und zwar die dunkelste Farbe und dazu benutze ich dieses Bürstchen von Evelyn. Die sind richtig cool und was ich mache,
ist die Augenbrauen hochkämmen erstmal, schön in Form bringen quasi und dann einfach mit der Seite hier auffüllen. Als Augenbrauengel verwende ich das von Got To Be Glue for Brows, wirklich Glue, und dann müsst ihr wirklich ein bisschen, ich sehe das ganz oft bei den Influencern, dass sie das so machen, aber ich weiß es nicht, wenn es noch, vielleicht ist es bei dir nicht mehr so flüssig wie bei mir, aber ich streife das immer ein bisschen ab, weil das ist wirklich Klebe und damit muss man wirklich sich ein bisschen rantasten und wirklich ganz sanft nach oben kämmen quasi, ne? Wenn ihr es jetzt nach oben haben wollt. So, dann kommen wir zu diesen Paletten. Also, was mache ich denn heute? Ich habe auf meinen Augen auch ein bisschen was von der Foundation drauf. Also das, was auf dem Schwarm halt drauf ist, tue ich halt auch so drauf, ne? Also so, damit wir beim Thema sind. Ja, ich verwende, glaube ich, was es in dieser Palette halt eben nicht gibt, finde ich, ist ein Setting Powder quasi, also das, was ihr, womit ihr euch diese Base oder sowas setten könnt, also eine hellere Farbe, finde ich jetzt, gibt es in dieser Palette nicht. Es fehlt da was, finde ich. Man könnte vielleicht dieses Power nehmen vielleicht, aber ich glaube, das gibt zu viel Farbe ab. Und das nehme ich halt tatsächlich dann aus dieser Palette heraus, und zwar Desert Sand, dieser hier, die Farbe hier, ne? Und das trage ich mit so einem flüssigen Pinsel auf. Das ist jetzt von Louvea, schon sehr, sehr alt. Ich weiß es nicht, ob dieses Pinsel gibt. Das trage ich, um meine Base quasi zu setten, damit er jetzt nichts in die Augenfältchen kriegt oder sowas. Richtig über das gesamte Lid verteilen. Auch Oberlid. Das, was ich schon da angesammelt hat, ne, wieder verblenden. So, dann nehme ich, also ich würde super gerne dieses Gold hier ausprobieren, aber ich muss nachher noch weg und ich will nicht mit diesen beigen Augen kommen, irgendwo hingehen, deswegen werde ich das irgendwann mal in so einem schnellen Get Ready With Me Video verwenden, so als, ja, Christmas Look oder sowas. Ich hätte auch voll Bock auf diese Farbe, Gorgeous oder Courage, Courage, ich kann das nicht aussprechen, diese Duochrome Farbe auch mal ausprobieren, würde ich auch gerne. Schwierig, also ich würde wahrscheinlich erstmal eine Transition Color nehmen, also eine Übergangsfarbe, entweder das hier, das ist so ein kühler Braunton, würde ich sagen, ne? Oder ich hätte gerne auch Bock auf Rebel, ist auch so ziemlich hell, oder auch Big Dreams, ist auch ganz coole Übergangsfarbe. Ich glaube, ich versuche es mal mit Rebel, diese Farbe hier. Dann nehme ich auch wieder so einen fluffigen Pinsel und tunke da noch so ein bisschen rein. Das gibt sehr viel Farbe schon ab. Und guck, das geht schon ab. Das geht schon ab. Ich muss mal ein bisschen vorrücken, damit ihr mich besser sehen könnt. Das geht schon ab. Oh. Und ja, lieber verteile ich das so, damit es nicht zu viel wird. Okay, ihr seht die Farbe. Ja, also lieber vorsichtig reingehen und dann halt nach und nach aufbauen. Sie ist sehr pigmentiert, muss ich sagen. Schön. Okay. Was für eine Farbe nehmen wir denn hier raus? Oder, also wenn ihr Bock habt, zu den einzelnen Paletten ein Video zu machen, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann benutze ich in einem Video nur diese Palette hier oder nur diese eine, aber heute benutze ich halt beide irgendwie. Und ja, mal gucken, was wir hier nehmen würden für eine Farbe als nächstes. Also wenn man halt eher so schlichteres Make-up-Look haben will, dann diese Palette, ne? Weil hier gibt es wirklich nicht viel Farben, die Boom-Bang machen, sondern die glitzern vielleicht oder machen, ja, Duochrome halt, flippen halt, und hier ist halt eher mehr so, mehr Farbe halt mehr drin, ne? Hier haben wir halt so ein
lila oder Pinkton, ich weiß jetzt nicht, rot, orange haben wir hier auch, so shiftetes Blau oder ja auch so ein leichtes Duochrom halt, ne? Also wer mehr Farben will, dann halt diese, aber wie gesagt, diese Palette gibt es halt nicht, ich weiß es nicht, gibt es eine Alternative zu? Keine Ahnung. Ich glaube, ich versuche es mal mit dieser Duochrom-Farbe hier, ne? Also da habe ich irgendwie voll Bock, die ist so braun und dann wird sie pink. Ich versuch's mal, ich trage sie mit dem Finger auf. Solche Farben, Glitterfarben oder so, ist am besten immer mit dem Finger aufzutragen. Und ich gehe da so rein. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Shift sehen könnt, aber ich glaube schon, ne? Und trage das von äußeren Augenwinkel nach inneren Augenwinkel. Stück für Stück, ja, die ist... Ich glaube, die war too much für heute. Aber man sieht es wirklich, dass sie die Farbe wechselt. Ich glaube, das war zu viel. Also zu dunkel fürs Ausgehen. Fürs mal kurz mal weggehen. Ach, egal. Alles fürs Video, was? Also, dass sie hier jetzt einen Vorlaut hat, ne? Ist bei mir immer. Also egal, was ich mache, egal, welche Palette ich nehme, das ist immer so. Also das würde ich jetzt nicht auf die Palette schieben. Aber cool, oder? Ich bleibe auch nur auf dem beweglichen Lid. Eigentlich nicht schlecht, ne? So für den Winter. Dann nehme ich nochmal diesen Verblendungspinsel und blende die Kanten ja nochmal aus. Oh doch, das gefällt mir ganz gut. Wenn man die so ein bisschen verblendet, dann wird sie nicht mehr so stark. Gar nicht so schlecht, oder? Und dann, wisst ihr, was ich mache? Ich springe wieder zu dieser Palette. Und nehme diese Farbe hier, Archimist, und mache so einen Pop of Color. Ich nehme so einen Spitzenpinsel, der ist jetzt von Sigma, der ist auch schon uralt. Das ist der einzige Sigma-Pinsel. Und gehe da so ein bisschen rein und tue sie in den inneren Augenwinkel, aber nicht direkt, sondern ich bleibe auf dem Lid quasi. Was sagt ihr? Ich verteile das so ein bisschen unten noch am Wimpernkranz. Irgendwie erdrückt das mein Auge, ne? Das ist jetzt nicht wirklich gut. Na gut, dann mache ich das jetzt mal weg. Ja. Okay, diese Experimente hier, ne? Ich mach da jetzt nochmal. Die Farbe wieder drauf, die abgegangen ist. Ich finde die schön. Ich finde die cool. Nicht zu viel, nicht zu wenig, mit einem gewissen Etwas, finde ich. Dieser Plan ist nicht so gut geworden. Aber vielleicht dann diese Farbe, Twilight. Diese Farbe dann. In den inneren Augenwinkel, wenn sie sich schön sauber machen. Ich gehe ein bisschen in die Mitte hinein. Oh, das ist cool. Okay, haben wir jetzt drei Farben. Das hat was, oder? Doch, gefällt mir. Das ist cool. Das hat echt was, ne? Doch, das gefällt mir. Cool. Ich glaube, ich gehe jetzt noch mal rein und gebe den auf meinen unteren Wimpernkranz so ein bisschen.
Hat was, finde ich. Okay, meine Augen sind immer voll trocken, deswegen trennen sie immer, wenn ich sie ein bisschen länger offen habe. Das hat nichts mit Palette zu tun. Ja, so. Dann, was machen wir jetzt? Jetzt will ich die Augenwinkel ein bisschen verdunkeln. Und dann nehme ich die Farbe Confident, glaube ich. Ja, diese Farbe hier, Confident. Und nehme wieder diesen Pinsel hier, Stiftpinsel. Gehe da so ganz kleines bisschen rein. Und gebe die mir so quasi auf den Wimpernkranz. Und gehe ganz, ganz sanft in die Ecke rein. Ich baue das quasi ein bisschen auf, ne? Ich gehe nicht aufs Ganze, sondern ich baue das immer so ein bisschen auf. Ja, kann man machen. Okay. So, ich gehe nochmal mit dem Finger in diese Farbe hier, die ich am Anfang genommen habe, und tue das so ein bisschen in der Mitte des Auges, weil die sonst verloren geht ein bisschen. Ganz leicht. So ungefähr. Und dann wieder diesen Pinsel hier und alles ausblenden. Ich ziehe das auch ein bisschen nach oben, damit sich die Farbe ein bisschen verschmelzen ineinander. Und dann tue ich nochmal diese Farbe unter dem Wimpernkranz unten, aber auch nur so bis zur Mitte gehen. So ungefähr. Sieht so verschmiert aus, gell? Aber das ist es nicht. Irgendwie sieht es in der Kamera gerade ein bisschen komisch rüber. So, ich nehme jetzt den Beauty-Schwamm nochmal und wisch das so ein bisschen weg hier alles. Wir brauchen einen Highlighter-Ton, ne, oben. Ich nehme wieder so einen fluffigeren Pin. Normalerweise würde ich jetzt, womit ich hier highlighten, auch als Highlighter-Ton unter die Augenbrauen nehmen, aber ich will euch auch ein bisschen die Palette zeigen, deswegen nehme ich was aus den Paletten raus. Ich nehme wieder so einen fluffigeren Pinsel. Was kann man denn hier als Highlighter-Ton nehmen? Das ist ein bisschen schwierig hier. Hier hat man auch nur so Wabababum Farben, die sehr pigmentiert sind. Hier kann man keine Farbe als Highlighter-Ton nehmen, finde ich. Und das fehlt hier auch eigentlich ein bisschen. Gucken wir mal, was in der anderen Palette hier. Ah, guck mal. Hier kann man zum Beispiel, glaube ich, den Nefertiti-Ton nehmen. Das ist auch so ein mehr goldiger Ton, ne? Ich glaube, den nehme ich dann auch. Dann gehe ich einfach so rein. Und auch hier ganz, ganz vorsichtig rantasten, ne? Ja, der passt ganz gut. Ich bleibe eigentlich in den äußeren Augenbrauenbogen, aber ich gehe auch ein bisschen hier rein, damit hier dieser Übergang ein bisschen gemindert ist, weil manchmal sieht man den halt, ne? Und das mag ich nicht so gerne. Also ich fange halt hier oben bei den Augenbrauenbogen an. Das meiste bleibt da halt dort. Und mit dem Rest gehe ich halt quasi hier so rein. Ja, nicht schlecht. Jetzt mache ich noch inneren Augenwinkel. Thank you.
Ich weiß nicht, seht ihr das, die eine Farbe Duochrom ist? Also diese Farbe, die ich im Inneren verwende, sieht man sehr gut, aber die anderen Farben, ich weiß nicht, doch, man sieht schon, ne? Dass hier ein bisschen Duochrom ist, ne? Das finde ich richtig cool. Dann mache ich meine Wimpern. Ich mache sie mit dem Wimpernzange von Ebelin. Habe ich schon seit Jahren. Und nehme die Mascara von Maybelline Skyline Sensation in der Farbe Cosmic Black und zwar im Wasserfest. Dann nehme ich meinen Lieblingsconcealer von Maybelline, den Fit Me Concealer in der Farbe 15. Und der geht schon langsam leer. Tue den unter den Augen und ich mache immer noch die alte Methode und das ist mir egal, was gerade so in ist. Ich finde, die Methode funktioniert für mich am besten und ja, verteile das Ganze, wo ich es am meisten brauche. Mit dem Concealer räume ich auch gleich das Gesicht quasi auf alles, was so runtergefallen ist oder unter den Augen gekrochen hat, ist dann halt weg, quasi weggewischt. Ich finde, die Augen sind sehr gut geworden. Mir gefällt das richtig gut. Ja, als Setting-Puder verwende ich wieder das von Dior Skin Nude Air Loose Powder in der Farbe 012 Rose Pink. Das geht auch langsam aus dem Sortiment, was ich sehr, sehr schade finde. Weil im Moment benutze ich das richtig, richtig häufig, ne? Und wenn das alle ist, weiß ich nicht, was ich machen soll. Dann nehme ich wieder so einen Pinsel. Und dann gehe ich da so ein bisschen rein, nehme was auf und dann konzentriere ich mich eher so aufs Augen, dass sie das meiste unter dem Auge gebaked ist, weil dann stempelt sich auch also nicht viel ab. So, wenn jemand Probleme hat, dass die Mascara sich nach einer Zeit lang verwischt oder verläuft und dass sie halt, wer zum Beispiel jetzt sehr viel tränt mit den Augen, ne, so wie ich. Ich träne halt sehr viel mit den Augen. Ich mache auch den ganz oft, ne, wenn ich ungeschminkt bin. Das ist natürlich, was man nicht machen sollte, aber ganz ehrlich, wer achtet das schon drauf? Man macht das halt automatisch, gell? Und ja, ich gebe halt darunter sehr quasi viel, aber verblende das gut. Und ja, dann bleibt das so am Ort und Stelle und da passiert halt nichts. Deswegen verwende ich auch immer wasserfeste Mascara, weil wie gesagt, ich träne halt sehr oft, ne? Und das verhindert das quasi, ne? Für den Bronzer und Kontur verwende ich meine neue liebste Palette, Konturpalette von Kevin O'Coin. Die sieht so aus. Ich nehme sie auch sehr, sehr gerne mit auf die Reisen und ich glaube, ich werde mich jetzt endlich von dieser Palette hier verabschieden. Die ist schon sehr, sehr alt, aber ich habe sie sehr, sehr geliebt. Das Einzige, was hier halt wirklich schade ist, ne, also hier habe ich auch wirklich Hit the Pen, aber da geht halt kaum was ab noch. Ich glaube, das hat sich halt ein bisschen eingetrocknet. Da kommt halt kaum was runter. Und man sieht es halt, ne, da passiert halt so gut wie gar nichts. Und ich muss da richtig mit dem Pinsel reingehen. Das Einzige, was hier halt schade ist, ich konnte alle anderen Töne nicht wirklich benutzen, außer den Blush hier, der ist orange. Und der ist wirklich sehr pigmentiert. Ich glaube, ich versuche den da rauszuhauen. Und klebt in so einer anderen Palette, so eine Magnetpalette habe ich noch. Und dann behalte ich die so. Aber mit dem Rest konnte ich halt tatsächlich nichts anfangen. Ich habe so ein bisschen Setting Powder und Bronzer zusammengemischt, ne? Aber da passiert halt wirklich gar nichts mehr, ne? Außer halt den hier, den Highlighter hier konnte ich auch nicht benutzen. Da ist gar nichts passiert. Aber den Bronzer habe ich tatsächlich sehr, sehr gern benutzt. Aber da gibt nicht mehr viel her. Und deswegen hat diese Palette diese andere Palette abgelöst. Finde ich mega cool. Finde ich richtig schön. Die Farbauswahl, das Auftragen finde ich schön. Richtig cool. Und ich mache, je nachdem, wenn ich gebräunt bin, dann mische ich die beiden Farben. Wenn ich nicht gebräunt bin, so wie heute zum Beispiel, dann nehme ich nur diese Farbe und diese halt als hier. Ansonsten, wo ich im Urlaub war, habe ich geschafft, auch diese Farbe mal zu verwenden. Also finde ich richtig cool, diese Palette. Guck mal, was für einen sanften Ton er abgibt. Ich bin ein bisschen überbelichtet, kann das sein? Was für einen sanften Ton er abgibt. So, ich habe die Belichtung ein bisschen rausgenommen. Das heißt, ihr könnt jetzt ein bisschen besser die Farben sehen, hoffentlich. Ja, da sieht man das. Also ich finde das Augen-Make-up richtig, richtig toll.
Das hat was irgendwie. So, Bronzer habe ich drauf. Ja, Lippenstift noch. Und da habe ich auch ein altes Schätzchen gefunden. Ich fand den, als ich den, also ich habe meine Schublade aufgemacht und wollte meine Lippenstifte mal wieder aussortieren nach 100 Jahren. Fällt mir wahnsinnig schwer, wirklich wahnsinnig schwer, besonders bei den High-End-Produkten. Da bin ich noch nicht so weit, was wegzuschmeißen. Ja, ich habe diesen einen Lippenstift rausgesucht, und zwar Rouge Coco Shine 69 Flirt ist der Name. Ich habe geguckt, auch der ist leider nicht mehr aktuell, aber guckt euch mal diese wunderschöne Farbe hier. Richtig, richtig toll, finde ich. Und als ich den drauf gemacht habe, dachte ich, wow, wow. Und den tue ich heute auch drauf. Und ich mache nur, ach so, Blush haben wir vergessen. Blush machen wir auch gleich. Nur drauf tupfen. Boah, wow, der sieht richtig toll. Wie der glänzt und scheint wirklich, der Name ist Programm hier. Wow, oder? Richtig, richtig schön. Jetzt habe ich Blush vergessen, ne? Und Highlighter. Als Blush verwende ich, jetzt habe ich die nicht hier, egal, dann verwende ich eben halt von L'Oreal Life is a Peach diesen Blush hier. Der ist auch richtig, richtig schön, finde ich. Und dafür nehme ich wieder den Pinsel, mit dem ich Bronze aufgetragen habe. Gehe da so rein, der gibt nämlich super gut schnell Farbe ab. Und ja, taste mich so leicht dran. Doch, der Blush passt sehr gut. Ich tue den gerne auch über meinen Bronzer, damit das Ganze sich ineinander verschmelzt. Oh, ist das schön. Gefällt mir richtig gut. Und als Highlighter, da habe ich auch ein altes Schätzchen rausgekramt. Ich glaube, der ist noch aktuell. Da muss ich mal gucken. Wenn er noch aktuell ist, findet ihr das Ganze in der Infobox. Und zwar von MAC Soft and Gentle. Das wurde ja eine ganz lange Zeit auf YouTube gehypt. Finde ich richtig schön, den Blush, muss ich sagen. Den Highlighter. Und gehe ich mit so einem fluffigen Pinsel eher. Das ist der von Kiko jetzt aus der Christmas Collection von, keine Ahnung, 2 Jahren. Und dann gebe ich mir das Ganze hier so drauf. Der ist doch schön, oder? Schön verblenden. Und mit dem Rest tue ich noch so auf die Nasenspitze drauf. Finde ich richtig cool. Nicht zu viel, nicht zu wenig, finde ich auch. Und ich habe ein neues Setting Spray für mich entdeckt, wo ich sage, hält Bombe. Also die Mischung aus dem Puder und dann Setting Spray, mega gut. Definitiv ein Nachkaufprodukt. Wahrscheinlich werde ich mir das irgendwann mal wieder nachkaufen. Und zwar von Morphe, das ist jetzt Mini-Produkt, Setting Mist. Gebe ich mir auch ganz viel drauf. Oder das Ganze trocknen lassen. Ich finde auch der Sprühknopf wunderbar. Es kommt richtig schöner Riesel raus. Also wirklich wie ein bisschen wie Haarspray sogar. Und ja, es settet sich hier wunderbar. Also muss ich sagen, ich mag den Sprühkopf, ich mag das Ergebnis, ich mag, dass es wirklich dadurch länger hält, nichts verschmiert, und mir gefällt das richtig gut. Wie findet ihr den Look? Oh, ich finde den richtig schön, muss ich sagen. Also ich muss sagen, die Palette gefällt mir sehr gut. Klar, die hat kleine Mängel, also nichts ist perfekt, aber ich finde die Farbauswahl, ich würde so gerne dieses Gold hier mal ausprobieren, richtig. Und wenn ihr noch einen weiteren Look mit dieser Palette sehen möchtet, gerne meinen letzten Vlog anschauen. Ich glaube, ich habe dort auch diese Farbe hier verwendet. Mega cool. Auch der Duocom finde ich richtig schön, muss ich sagen. Ne? Also ich finde es auch ein bisschen schade, dass diese Palette hier aus dem Sortiment ist. Also ich habe es nicht mehr gefunden. Wenn man danach googelt, findet man das nicht mehr. Finde ich richtig schade, weil diese Palette hat wirklich was. Ne? Also die Farbauswahl hier, hier hat man was Buntes, hier hat man was Natürliches, sage ich mal, ein bisschen Pep. Und man kann hier was wirklich was Schönes draus machen. Die ist für mich eine Sommerpalette als auch
Herbstpalette, muss ich sagen. Die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Die hat wirklich eine schöne Farbauswahl hier. Blood Moon, ein schöner Orangeton, der so ein bisschen schimmert. Mega, mega schön, muss ich sagen. Hier hat man wirklich was mit dieser Palette, ne? Und diese Palette steuert halt wirklich auch Weihnachten zu, ne? Die Farbauswahl, Herbst, Weihnachten oder einfach mal abends weggehen. Das hätte man ein bisschen besser machen können, keine Ahnung wie, aber ne, muss man halt überlegen. Wenn man so einen Eyeliner-Pot nimmt, der trocknet ja auch irgendwann aus, ne? Wie soll man das machen? Und hier kannst du das ja nicht wirklich zumachen, ne? Und dass es halt von der Luft zurückbleibt. Also ist eine nette Idee gewesen, dass man in der Palette das hat, aber ist nicht wirklich tauglich. Ich weiß nicht, ob die das nicht wirklich getestet haben oder man muss vielleicht da wirklich so drin rumwuseln, ne? Weiß nicht. Klar, sage ich mal, das war jetzt mein zweiter Eindruck. Das muss man natürlich noch weiter testen und so weiter. Und ich bin so scharf auf diese Farbe. Also ich swatch die mal kurz. Die ist doch absolut mega, oder? Oh, die ist wirklich absolut mega, muss ich sagen. Ich freue mich auf Weihnachten. Das macht Bock auf Weihnachten, oder? Rot und Gold, also da kommt schon Stimmung auf. Und gleichzeitig ist es auch eine Herbstpalette. Aber guck, die hat schon Fallout, ne? Hier sieht man das halt so langsam, ne? Dass sie so, ne, muss man wirklich sanft umgehen. Und was mir auch ein bisschen aufgefallen ist, dass diese Glitzer sich halt in die matten Shades übertragen. Wenn man dann die Lidschatten auf das Lid überträgt, dann kommt auch so ein bisschen Glitzer drüber, ne? Also das ist ein bisschen auch schade halt, ne? Aber sonst von der Farbkollektion, von der Farbabgabe, von der Pigmentierung kann man echt nichts sagen. Finde ich richtig schön. Die anderen Shades muss ich auch noch testen. Ich finde die Palette schön. Für mich gehört es zu den Paletten, die es noch nicht so gibt, sage ich mal, ne? Also da macht Huda tatsächlich einen guten Job, finde ich. Ich finde auch viele Huda-Paletten sind sehr, sehr schön. Auch diese bunten Paletten finde ich auch sehr schön. Ganz oft, wenn ich bei Sephora bin, sind die da aufgestellt und ich möchte gerne eine kaufen. Aber ich denke, nein, diese bunten Farben habe ich schon, ne, zu Hause und deswegen kaufe ich mir die nicht. Und ja, wie gesagt, ich finde, diesmal haben die wirklich eine Farbauswahl getroffen, die es für mich, meiner Meinung nach, so noch nicht gibt, ne? Finde ich richtig, richtig schön. Und ja, die Performance finde ich auch richtig schön jetzt. Also mir gefällt das Augen-Make-up-Look jetzt richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ich bin richtig happy damit. Ja. So, das war so eine kleine Review von mir zu diesen Paletten. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch dieser Look gefällt. Dieser Augen-Make-up-Look finde ich richtig schön. Ich gucke hier in der Kamera, gucke, oh mein Gott. Hier im Spiegel gucke, oh mein Gott. Richtig schön. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Das hat echt was, ne? Und da sieht man auch jetzt diesen Duochrom drin, ne? Wow, mega cool. Ja, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr diesen Look findet. Und ob ihr diese Palette schon besitzt oder die andere auch. Und wie ihr die Palette auch findet. Und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Nicht vergessen, Daumen nach oben klicken und auch gerne diesen Kanal abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann!